Ich bin Volker Weidermann und ich bin Herausgeber der neuen Reihe Bücher meines Lebens. Bücher meines Lebens sind genau das. Bücher, die tolle Autorinnen und Autoren, die ich bewundere, Bücher, die deren Leben geprägt haben, die deren Schreiben geprägt haben und was sich dann in deren Leben und in ihren Büchern wiederfindet. Bei mir ist das in den letzten Jahren so gewesen, dass ich merkte, Gottfried Benn, immer wieder stoße ich auf ihn, immer wieder möchte ich ihm näher kommen und immer wieder lese ich Gedichte von ihm, die mich sehr berühren. Und dann habe ich doch gespürt, dass ich von niemandem so viel weiß, so viel wissen möchte wie von Gottfried Benn, auch weil ich selbst mir ein wenig fremd bin in dieser Liebe zu Gottfried Benn, weil auf den ersten Blick ist das nicht nachvollziehbar oder liegt es nicht auf der Hand. Gottfried Benn war ein unerträglicher Mensch, war ein Kinderhasser, ein Mensch, der in der frühen Zeit des Nationalsozialismus 33, 34 fürchterliche Dinge über Züchtung und über den neuen Menschen geschrieben hat. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Gründe, warum man Gottfried Benn nicht mögen sollte. Und es hat mich sehr gereizt zu verstehen, kann man Lyrik, kann man die Gedichte von einem Menschen lieben, den man als Mensch, als Figur eigentlich verachtet. Eines meiner absoluten Lieblingsgedichte ist Epilog. Das ist ein Gedicht des alten Benn, in dem er zurückblickt auf sein Leben und sich als Knaben. Es ist ein Garten, den ich manchmal sehe, östlich der Oder, wo die Ebenen weit. Ein Graben, eine Brücke und ich stehe an Fliederbüschen, blau und rauschbereit. Gottfried Benn erzählt von den Schattenseiten des Menschen, von seinen Schattenseiten, von unseren Schattenseiten. Und er erzählt es aber in einer Sprache, die leuchtet. Das ist sein großes, zeitloses Genie. Ich habe über Emily Brontës Wuthering Heights geschrieben, weil das wirklich das Buch ist, was mich zuallererst ergriffen hat. Es war so meine Initiation in die Welt der Erwachsenenliteratur. Und leider hat es dann auch so die Latte sehr, sehr hoch angelegt. Wie die meisten Leute meiner Generation bin ich natürlich auch durch Kate Bush an dieses Buch rangekommen und irgendwie habe diesen Song Wuthering Heights gehört und da geht es ja um irgendwie I hated you, loved you too und ich dachte mir, super, das beschreibt mein Leben und habe dann dieses Buch gelesen und dachte tatsächlich, das ist meine Autobiografie, das ist meine Geschichte. Und es hat natürlich nichts mit meinem Leben zu tun, es ist Hochmoor, 19. Jahrhundert, aber Heathcliff, die Hauptfigur in dem Roman, ist die erste nicht weiße Hauptfigur, der ich jemals in einem Roman begegnet bin und da gab es tatsächlich schon einiges an Parallelen. Also in Wuthering Heights ist definitiv die Natur eine der Hauptfiguren. Und Emily Brontë ist ja als eine der großen Nature-Writerinnen auch bekannt. Und da ist halt hauptsächlich, dass sie mit Natur auf Augenhöhe kommuniziert. Also die belebte Welt um sie herum ist beseelt. Und so müssen sich auch die ganzen Figuren darauf beziehen. Ich habe tatsächlich einige Versionen von Emily Brontës Buch, also hier liegen nur ein paar davon. Meine Lieblingsversion ist irgendwie die hier aus Indien. Und jede neue Ausgabe, die ich davon kaufe und ich dann natürlich auch immer alle lese, gibt mir immer so die Hoffnung, am Ende wird aber doch alles gut werden. Ich habe ja gedacht, dass ich Emily Brontë extrem liebe, aber niemals so schreiben können will, oder können könnte, wie sie. Und als ich jetzt darüber geschrieben habe, muss ich sagen, ich habe ganz viel gemerkt, was ich wirklich von dem Buch gelernt habe. Also diese große Oralität, also es ist ja wirklich auf Sprache, auf Rhythmus geschrieben. Und es ist viel, viel mehr Humor drin, als man denkt. Und es ist ja so, die ewigen Sätze, die ewigen Texte haben was zu erzählen jenseits der Tagesaktualität, jenseits der Tatsache, dass irgendwie die Möblierung der Welt eine ganz andere ist. Aber die grundsätzlichen Fragen sind eben doch die gleichen geblieben und da freue ich mich persönlich so ungeheuer, wenn man alte Bücher neu entdeckt und in die Gegenwart anpasst. Auf jeden Fall kann man sich das Buch seines Lebens nicht aussuchen, sondern das Buch deines Lebens sucht dich aus.